Was ich halt gerne machen würde, ist das Ding, was wir jetzt hier bauen lassen, als Kirche bauen. Das Problem ist, dass wir dann Kosten haben, die, glaube ich, kein Schwanz jemals decken kann. Also ja, wenn wir irgendwann groß genug sind, können wir die auch decken, dann werden wir das auch umbauen. Aber momentan absolut nicht möglich. So, jetzt kümmern wir uns aber schon mal. Obwohl, wir können den Bau hier eigentlich laufen lassen. Wenn sie was haben, können sie es ja schon hinbringen. Wir kümmern uns jetzt darum, dass wir noch mehr. Guck mal! Trainiert sie mit ihrem kleinen Schwert. Wie geil ist das denn? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Er hält Wache. Hast du einen Namen? Nee, schade. Wie er da sein kleines Schwertchen hochhält. Tschüss. Da kommt der nächste. Das ist so cool. So, was ich aber eigentlich machen wollte. Wir brauchen jetzt noch mehr von den Dingern. Ungefähr die gleiche Höhe. IB. Ist noch nicht ganz so hoch. Könnte auch am unterschiedlichen Untergrund liegen. Da hatten wir, glaube ich, auch B, ne? Ja. Dann möchte ich das Ganze hier so haben. Ah ne, wir lassen das so. Und geben denen dann einfach eine andere Treppe. Das ist gut. Da können wir mal diese gerade Treppe nehmen. Ich glaube, die C war das. Genau. So, und dann gibt es hier auch noch diese Holztore. So. Dann machen wir die hier so nebeneinander. Möglichst ineinander, ja, das ist gut. Aber noch nicht ganz. So. So ist das gut. So, dann musst du aber noch weiter nach hinten. Ja, dann sieht das ganz schön geil aus. Finde ich. Können wir generell noch ein paar Holztore bauen. Die geben zwar nur minimal Prunk, aber sie geben Prunk. Und ein Stück weit darüber. So. Dann kriegt ihr hier noch ein Holztor hin zu euren Trainingsattrappen. Ja, das gefällt mir. Auch mal einen Bau beginnen. Da müssen wir mal gucken. Deko. Oh, Straßenschilder darf ich nur innerorts bauen. Schade. Na gut. So, wie sieht es denn momentan aus? Wir haben wieder genug Fisch. Klamotten sind auch kein Problem gewesen. Weizen haben. Achso, wir haben, glaube ich, eine Mühle gebaut. Hm? Automatisch speichern. Ne, wir haben die Mühle noch nicht gebaut. Mal kurz priorisieren hier. Haben wir noch irgendwo leere Arbeitsstellen? Soldaten sind unwichtig.
Wenn wir dann mehr Mehl haben, dann haben wir halt auch wieder mehr Brot. So ist zumindest der Gedanke dahinter. Wir haben 300 Bretter. Wir brauchen halt momentan mehr Stein als andere, ne? Ich verstehe gar nicht, warum. Bei unserer tollen Raketenabschussbasis hier. Die Fischers. Aber wie sieht denn unser Dorf an sich aus? Willst du dich nicht mal ausbauen? Also, pass auf. Bin ich nett heute? Spendiere ich euch beiden einen Brunnen. Ja? Und da bin ich richtig nett und packe hier sogar einen Springbrunnen hin. Ja? Dazu original Zypressen. Pflanzenbögen, die richtig teuer sind. So. Und dazu Ziersträucher. Also wenn das nicht nett ist, ne? Und so bin ich zu euch. Wie eine Mutter, nur ohne Brüste. Nur mal warten, bis es gebaut wird. Das kann ich nicht. Ah, unsere Mühle ist fertig. Zack, zwei Müller rein, auf geht's. Alles meins. Ihr braucht mich eigentlich auch gar nicht mehr fragen. Ich gebe euch nichts mehr. Hier muss so viel gebaut werden. Sollen wir noch ein paar Baumeister einstellen? Vielleicht hängt es daran. Eigentlich nicht, aber was soll's. Guck mal, wir haben noch so viele Arbeitslose. Können wir euch noch ein paar Baumeister rausholen? Hier, ihr werdet jetzt alle Bauarbeiter. Auf Schiss hin. Du gefällst mir besonders. Ne, du nicht mehr. So, jetzt legt mal los hier. Zeigt mal richtig, was ihr drauf habt. Ich lasse sogar hier noch ein paar Steine dann springen, wenn er das baut. Ich bin ja auch kein Unmensch. Wenn das denn dann mal gebaut wird. Warten auf einen Baumeister. Stimmt, wir haben ja so wenig. Gib mir jetzt einen. So, wir können ja mal, haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr in den Haushalt geguckt. Unsere Dorfbewohner verbrauchen 5300. Hauptsächlich an Bären, ne?
Vor allem, wir brauchen nur 820 an Fisch. Und überleg mal, wie viel Fischerhütten wir brauchen. Ja, im Brot würden sie wahrscheinlich mehr verbrauchen, wenn mehr da wäre. Dauert alles. Da fünf Leute rein da. Das ist auch voll. Und das auch. Dann kommen wir nämlich jetzt mit den Steinen ein bisschen vorwärts. Dann kommen nämlich die Bauten an sich vorwärts. Und wenn die Bauten an sich vorwärts kommen, dann geht es wieder vorwärts. Versteht man das? Vorwärts? Vorwärts, vorwärts? Tja, da steht er da, auf eurem eigenen Land. Und habt doch nichts davon. Oh, ein Gesandter bittet aus Image, bittet um eine Audienz. Hallo, Gesandter aus Image. Du trägst da eine Schriftrolle deines Herrn. Er möchte jetzt, dass wir ihm helfen. Machen wir natürlich, mit unseren 5 Soldaten. Auf, die riesige Armee kämpft in unserem Namen. Und das ist das. Jetzt kriegen wir zum Beispiel dann ein Stück Land geschenkt und Wein und 1000 Gold. Ist das Gebäude höher als andere? Also nicht von der Höhe her, sondern von der Wertigkeit her. Nee, oder? Nee. Weiß nicht warum. Aber es kam mir gerade so vor. Sieht halt aus, als ob das ein dunkleres Dach hat. So wie das hier vorne. Könnte auch daran liegen, dass das die Schattenseite ist. So. Wie sieht es denn aus? Naja. So viele Abschussbasen brauchen wir nicht mehr. Nur noch 50 Steine, Mensch. Das ist ja quasi nichts. Wir haben 1000 Fisch. Aber lieber zu viel als zu wenig Fisch. Das ist ganz gut. So, wie sieht's denn aus bei euch? Oh, ihr werdet abgeholt. Das ist gut. Wir könnten hier ein Holzfäller hinbauen. Dann können wir nämlich hier noch ein oder zwei Getreidefarmen hinbauen. Vielleicht eine. Eine Getreidefarm.
würde sagen, wir verkaufen erstmal wieder ein bisschen Bretter. Ich möchte 200 behalten. So, aus damit. Moment, Bau. Es war schön, wenn hier auch mal so ein bisschen Holz mittendrin rumsteht. Aber wir brauchen den Platz halt. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Ein Holzfällerlager, bitte. Den Brunnen hat immer noch keiner gebaut. Mittlerweile sind die Zypressen schon fast ausgewachsen. Oh, die Soldaten sind zurück. Erfolgreich, wie ich hoffe. So. Der baut hier immer noch. Was fehlt denn noch an Material? 15 Steine. Ja, die Soldaten waren erfolgreich. Es gibt ein neues freies Territorium. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht die Kirche erstmal schnell an der Seite packen und hier wirklich eine Kirche hinbauen. Das wäre halt optimal, ne? Wir können die Kirche schon bauen, oder? Nee. Aber die braucht halt richtig Platz. Wollen wir so übertreiben jetzt schon? Wir kaufen sie erstmal. Pausier mal den Bau. Ein Denkmal für seine Pracht bauen. Komm der bitte nach. Nicht sofort, aber ich komme der bitte nach. Momentan wollen die Leute halt Häuser haben. Und deswegen pausieren wir das hier nochmal kurz. Und ich überlege, ob wir jetzt hier schnell die Kirche an der Seite raushauen. Also so eine vorläufige Kirche. Und dann hier eine richtige hinsetzen. Und ich denke, ich werde mir das jetzt in Ruhe überlegen. Ich mache jetzt mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Und beende damit diesen Part auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, wir singen.